eine Zornesfaltenbehandlung, wie wir hier die sehen, Botulin und Toxin stattfinden, sondern auch mit Hyaluronsäure. Es sollte auf jeden Fall immer durch einen Facharzt für plastische seelische Chirurgie durchgeführt werden. Das ist das Minimumkriterium, das wir hier ansetzen. Und wenn man die Behandlung in der richtigen Schicht mit der richtigen Konzentration durchführt, dann wird man mit Sicherheit ein schönes und perfektes Ergebnis hinbekommen. Natürlich benötigt das noch ein bisschen Zeit, aber man sieht jetzt schon, wie schön das Ergebnis im Soforteffekt da ist, und nach 14 Tagen haben wir hier ein perfektes Ergebnis.